Falls es ruckelt, bitte Bescheid geben, ja? Han, it's me. Sorry I'm calling this late. I hope you're doing okay. I'm checking a lead. This woman claims to have worked in a mental health clinic. Says the boss had done something terrible. Claims she knows. I never knew Nate had problems like that. So she told me I'll find the answer there. And now I wish I hadn't left. But it's the strongest lead I've had. Okay, das war bei mir jetzt gerade mega laut. Boah, ich wahrscheinlich auch. Ich kann es noch ein bisschen runter, aber... Okay. Ich will es gar nicht so weit runterstellen, weil ich glaube nur, dass das nur bei... Wenn der Rede zu laut ist. Immer noch zu schnell. Moment. Ja, so mögen wir das. Also. It's Ethan. Are you there? I'm here. Are you sure you're not followed? Yeah. Who's next? Niemand da. I left you something useful. There's a closet next to the trash cans. Check the drawers. Drücken Sie Tab. Nimm etwas aus der Schublade. Die Informantin sagt, sie hat mir etwas in der Kommode hinterlassen. Es soll in der Gasse sein. Okay. Dann. Wow, ruckel halt. Wenn es bei euch ruckelt, bitte auch Bescheid geben, ne? Da ist eine Gasse. Ne, da ist eine Kommode und eine Gasse. Jetzt habe ich eine Brechstange und ein Schlüsselbund und eine Magnetkarte. Laut der Frau wird mich eine dieser Türen in den Keller führen. Okay, das ist irgendeine Frau, die wir gar nicht kennen und der vertrauen wir halt einfach. Ja, gut. Ich glaube nicht, dass ich etwas finde. Ja, jetzt muss ich auch noch rumdrücken. Ich habe die Brechstange benutzt. Okay. Aber wir müssen in den Keller, hieß es, oder? Okay. I'm downstairs. Okay. Look for the blue door. Okay, eine blaue Türe. Dieses Ding hier sieht aus wie bei Welcome to Kowloon. Das ist, glaube ich, dasselbe Setting. Gerade habe ich ein bisschen Angst. Weil Welcome to Kowloon war nicht so geil. Also schon geil, aber hatte Angst. Ich habe ein Sammlerstück aufgehoben. Oha, jetzt rennt der voll los mit ihm. Blaue Tür. I'm here. Good. Now listen. Officially the clinic is on hold, but the building is still being maintained. Okay. Watch out for the alarm. Dann auf den Alarm achten. I broke into the clinic. I don't know what I expected to find. Nathan, safe and sound. An answer just left there. It's been almost 2 years. That was so wrong. Ich habe die blaue Tür gefunden. Dann noch eine. Meine Ohren klingeln. Ich bin so nah dran, ihn zu finden. Robert, Sylvia beschwert sich wieder über ihren Stuhl. Kümmere dich schon darum. Wahrscheinlich kümmere dich bitte darum. Die Übersetzung ist jetzt nicht so on the fleek wahrscheinlich.
Es kommt jetzt darauf an, welchen Stuhl sie meint. I'm in. Where will I find the archives? The patient's archives are on the C floor. Auf C. The upper floor is secured with a card. There's no electricity. Can I just use the crowbar? Breaking in would set off the alarm. You'll have to turn on backup power. So where will I find this office? It's hardly an office. It's A53. I left you the key. Let me know when you're there. Die Notstromversorgung einschalten, damit die Kartenleser funktionieren. Ich sollte nach dem Raum A53 suchen. Erstmal aufs Klo. Ekelhaft. Hier geht gar nichts auf. Nein. Ging noch nie alleine. Nein. Ich werde hier nichts finden. Sehr geehrte Damen und Herren, bitte kennzeichnen Sie Ihr Essen, um Missverständnisse zu vermeiden. Ich habe meinen Reis gezählt. Es sind genau 7360 Stück. Wenn auch nur eines davon verschwindet, werde ich es wissen und mich daran erinnern. An die Person, die ständig meine deutlich gekennzeichneten Sandwiches isst. Ich hoffe, du magst Geisterpaprika. An die Person, die mein Sandwich mit einem Stein vertauscht hat. Du wirst gefunden und strafrechtlich verfolgt. Also diese... Ich habe meinen Reis gezählt, genau 7000 Stück. Das ist nicht, es hat nicht D gekennzeichnet, da müsste hinten dort ein H stehen. Das passt nämlich gut. Nur ein Müll, nichts Nützliches. Ich möchte lieber nicht wissen, wie dieses Wasser schmeckt. Aha, warum dreht sie manchmal meine Maus so weg? Was ist denn das? Sind das so Mini-Freezes? Werde ich hier nichts finden. Amen. So. You said backup power? Nee. Ans kommt dann noch dahinter. Das sind doch Sicherungen, oder? Ja, ich denke mal. Emergency Backup besser nicht anfassen. Ein Teil des Überwachungssystems. Oh ja, ich muss das einschalten, das ist mir schon klar, aber wie soll ich das machen? Ein Videorekorder. Okay, muss ich hier weiter noch? Schauen wir mal weiter. Okay, ein MRT oder Kernspin. Wie auch immer. Ich hoffe, ich brauche das nicht so bald. Die Tabletten... Nichts Interessantes, nichts Interessantes. Erstmal eine fette Spritze. Nö. Hier ist nichts. Aha, vielleicht ist hier was. Nichts Brauchbares. Ich werde hier nichts finden. Anamnese, ein 45-jähriger Mann mit einer Vorgeschichte von Schlaflosigkeit und visuellen und auditiven Halluzinationen. Behauptet, sie gesehen zu haben. Wiederkehrende Albträume, keine Schlafapnoe, unbekannte Vorgeschichte ähnlicher Symptome in der Familie des Patienten. Der Patient spricht nicht auf unsere zyklische Behandlung an. Behauptet, dass die Albträume häufiger auftreten. Behauptet, dass sie ihn kontrolliert und ihm im Schlaf Signale senden. Weitere Untersuchungen werden empfohlen. Der Patient könnte gut für NET geeignet sein. Es ist nur eine Büroeinrichtung. Ein voller Mülleimer. Aufzüge, die natürlich nicht gehen. Hier ist eine offene Türe. Ach, da sind wir hergekommen.
Da waren wir schon drin. Hä, und wie soll ich jetzt dieses Notstrom... Was habe ich denn in meinem Inventar? Ein Brecheisen, Schlüssel? Also ich war jetzt schon in diesem Control Room. Aber... Warum geht denn das jetzt auf einmal? That was easy. Where are the archives? Can you hear me? Anscheinend nicht. So, wir gehen mal da nach oben. Daran kann ich sogar noch erinnern, dass wir hoch müssen. Das wusste ich sogar noch. Wie gesagt, ich habe das schon mal gespielt, aber ich weiß halt nicht, was so passiert. Eine andere Karte, das heißt noch eins höher. Okay, dann gehen wir mal da rein. Die Tür zum Archiv muss einen Kartenleser haben. Head Nurses. Nichts Brauchbares. Tut mir leid, dass wir früher gehen mussten, aber wir sind immer noch für Montag verabredet, Alice. Alice, könntest du Danielle von der Schule abholen? Ich habe die Spätschicht und Tom ist nicht in der Stadt. Knusprig? Das Bild ist also knusprig. Patient, 27 Jahre alt, behandelt wegen idiopathischer Schlaflosigkeit. Albträume führen dazu, dass er mehrmals in der Nacht aufwacht. Gibt an, dies mit Antihistaminika behandelt zu haben, ohne dass eine Besserung eingetreten wäre. Jay, hi, na, wie geht's dir? Alles gut bei dir? In der Familie gab es Depressionen und paranoide Schizophrenie. Nachdem der Patient an das Gerät angeschlossen worden war, wehrte er sich zunächst gegen das Signal. Nach genau 17 Minuten und 36 Sekunden trat der Patient in die REM-Phase ein, woraufhin er angeschlossen wurde. Er schien sich in einer einsamen Gasse zu befinden, die bis auf zwei Autos und ein paar Schaufensterpuppen leer war. Der Patient dachte zunächst, er sei in einen Autounfall verwickelt worden. Die Gedanken des Patienten schienen Hindernisse zu schaffen, die der Mann überwinden musste. Er nahm ein Brecheisen von einer Schaufensterpuppe, um eine Tür zu öffnen, die zu einem Aufzug führte. Der Aufzug war ohne Strom, aber der Patient schuf einen leeren Generator, für den er etwas Benzin fand. Der Aufzug brachte ihn an einen Ort, der wie eine alte Villa aussah, mit langen Korridoren. Hier begann Dr. Hypnos mit der Nervenstimulation, was dazu führte, dass die Tür zu einer der Kammern geschlossen wurde, bevor der Patient hineingehen konnte. Der Patient fertigte schnell einen Schlüssel an, der er in einer Küche am Ende eines der Gänge fand. Ja, mir geht es wieder gut. Das ist schön zu lesen. Mir geht's auch gut. Dankeschön. Nix da. Da ist nix. Das ist auch nix. Auch nix. Ich weiß, dass ich einen Zettel oder einen Stift brauchen werde. Das weiß ich noch. So. Wir schauen mal weiter. Das freut mich. Mich auch. Für dich natürlich, dass du wieder keinen Stress hast. Ah, Sau. Da müssen wir rein. Hallo. Ich muss nah dran sein. Viertens. Der Arbeitnehmer erklärt sich damit einverstanden, Körper und Geist posthum zu nutzen. Und zwar zu einem bestimmten Zweck, der dem Arbeitgeber zugutekommt, ohne dass eine rechtliche Möglichkeit zur Klage besteht. Klar, steht auch in meinem Arbeitsvertrag. Ich habe das verdammte Archiv gefunden. Gut, dass Soren kein beliebter Name ist. Soren. O-S. Theodor, ich habe das Band von
3667 N in ihrem Büro gelassen, wie sie es verlangt haben. Da ich keinen Schlüssel für die Schreibtischschublade hatte, habe ich es in ihr Büroregal gestellt. Du wirst es nicht missen. Ich hoffe, die hohen Tiere können das bald in Ordnung bringen. M. Kannst du mir bitte dieses vergeben? Ich weiß, dass ich gleich schreibe, dass ich was schreiben muss, wenn Rätsel kommen. Verleg das bitte. Ich muss hier aufstehen und ich mache es nicht aufstehen. Die wissen alle, dass ich stinkend faul bin. Du kannst es auch so ausdrücken, wie es ist. Wenn ich mich nicht bewegen muss, dann würde ich es nicht tun. Ich habe sogar einen Rollstuhl hier. Nein, Schatz, dann drücken wir meine Ohren so. Oh, bitte. Ih, die ist voll dreckart. Setz die jetzt nicht auf. Die tut mir mal weh am Ohr. Weißt du, wie es mir geht, wenn ich abends... Das ist dein Ding. Soren. Kein Glück. Jemand hat sie in das Büro dieses Hypnostypen gebracht. Okay. Hypnostypen. Ebony rollt nur mit dem Stuhl durch die Wohnung. Hallo, wir haben sogar einen Rollstuhl unten. Das war gar nicht für Kluki, sondern weil ich einfach stinkend faul bin. Und dann singe ich immer, they see me rolling. They hate it. Und dann geht's ab. Ich habe mir nicht sonst einen Job gesucht, wo ich sitzen kann mit Bürostühlen, ja? Da rolle ich sogar aufs Klo in der Arbeit. Ah, Employee Archive. Es fehlen ein paar Regale. Ja, tatsächlich, es fehlt auch unser S-Regal. '77. Silvia, diese Ergebnisse sind phänomenal. Wir haben nicht nur eine wichtige Entdeckung in der Behandlung von Schlaf- und Angststörungen gemacht, sondern auch einen LEAP in der Bewusstseinsforschung. Dies beweist uns, dass Marks Theorien richtig waren, dass wir eine Aktivität, die stark genug ist, wiederherstellen und aufzeichnen können. Es ist ein karrierefördernder Schritt, Silvia. Wir sprechen hier von Eccles-Niveau. Machen Sie sich bereit zum Feiern. Es ist mir eine Ehre, Sie an meiner Seite zu haben. TH. Also auch wieder Hypnos wahrscheinlich. Hier ist nix. Wir suchen ja S wie Soren. Da kommen wir her. Also wir müssen in das Büro von dem Hypnostypen. Die Frage ist halt jetzt nur, wo ist das Büro von dem Kerl? Ist er vielleicht nach oben noch? Ah ja, schau mal. Okay. Dr. Theodore Hypnos. Alles klar, hier sind wir richtig. So. Sie haben die Schachtel mit Dokumenten. Ich habe gefunden, was ich wollte. Es gibt ein paar Dokumente und eine VHS-Kassette. Ich könnte mir das Band auf dem Fernseher im ersten Stock ansehen. 9.3.79. Lieber Professor Theodore Hypnos, Mr. McKinley hat Ihren Bericht über den Vorfall erhalten. Es wäre eine Untertreibung zu sagen, dass er die Nachricht nicht ruhig aufgenommen hat. Sagen wir einfach, es waren nicht Sie, der fast von einer Vase getroffen wurde. Sir, Mr. Kinley ist sehr enttäuscht von der Leistung Ihres Teams. Es ist Monate her, dass unsere Wissenschaftler wesentliche Daten aus Ihrer Klinik erhalten haben und es ist Tage her, dass Sie den Hörer abgenommen haben. Der Vorstand hat beschlossen, dass Morpheus Medical Center mit sofortiger Wirkung zu schließen. Bitte informieren Sie Ihre Mitarbeiter über diese Entwicklung. Sie werden alle in bezahlten Urlaub geschickt. Wir werden alles tun, um diesen Vorfall geheim zu halten. Es liegt an Ihnen, dafür zu sorgen. Was die Familie von Herrn Soren betrifft, so darf es keinen Kontakt zu ihr geben. Wenn ein lebender Verwandter von diesem Vorfall erfährt, wird Mr. McKinley nicht mehr in der Lage sein, Sie, Sir, und Ihr Lebenswerk zu schützen. Wir bestehen darauf, dass entweder Sie oder Dr. Su uns diesen Donnerstag um 14 Uhr in unserem Büro in Chicago treffen. Herr McKinley wird eigens für dieses Treffen aus Melbourne einfliegen. Er hofft, dass er seine Zeit produktiv nutzen kann. Delfina Maria Torres, Jonathan McKinleys persönliche Assistentin. Delfina? Und nie gehört den Namen.
Ein Sammlerstück. So. Okay, einen Moment ganz kurz. Ich muss kurz was ändern. Jetzt. Ja. Jetzt gehen wir runter in den ersten Stock und legen da diese Kassetten ein. Diese Kassette wird eingelegt. Ich weiß nicht mehr, was passiert ist. Hatten wir einen Unfall? Ich muss Hilfe finden. Ich muss wissen, was hier los ist. Oh. No thought. The phone is a lie. Das Telefon ist eine Lüge. Dieser Ort kommt mir seltsam bekannt vor. Natürlich ist die Tür verschlossen. Ich sollte mich nach etwas umsehen, das mir hilft, sie zu öffnen. Wenn du noch nicht genau hast, guter Schreibfehler. Super. Wohl kaum der richtige Ort für eine Puppe. Bah. Ich hab ein bisschen Gänsehaut. Bah. Bah. Ich fühle mich seltsam, wenn ich dieses Telefon ansehe. Ich sollte mich von ihm fernhalten. Ich hätte das Glück, mitten in der verdammten Nirgendwo ein verdammtes Brecheisen zu finden. Warum war es überhaupt hier? Ach, vergiss es, ich muss die Tür öffnen. Der verflucht fall ganz schön viel, der Kerl. Da könnte ja echt ich sein. Warte, hat mir jemand ins Ohr gestöhnt. Hallo? Ein Generator. Die Lichter des Aufzugs sind an, aber die Schalttafel funktioniert nicht. Seltsam, aber wahrscheinlich läuft der Aufzug mit Notstrom. Vielleicht kann ich ihn wieder auf volle Leistung bringen. Ich sollte einen Generator oder so etwas finden. Ja, da ist doch der Generator. Da ist kein Treibstoff drin. Aber den haben wir ja schon gesehen. Der Treibstoff ist im Auto. Okay, wo sind die Puppen? Ich habe Treibstoff gefunden, der ausreichen sollte, um den Generator zu starten. Zeit, ihn zu überprüfen. Es hört auf, lustig zu sein. Es hat noch nicht mal angefangen, lustig zu sein. Geh weg.
Ich kenne diese Sprache nicht. Vielleicht ist es Latein oder Italienisch? Ach so. Boah, Scheiße, hat's mich jetzt gerissen. Hallo. Der Aufzug hat mich an diesen Ort gebracht. Ich habe keine Ahnung, was mich hier erwartet, aber ich fühle mich hier sicherer als draußen. Der Aufzug lässt mich nicht weiterfahren, also schaue ich lieber, ob ich hier Hilfe finde. Okay. Wie Loki Loki machen. Nö. Es ist beunruhigend. Die Uhr hat um 3.30 Uhr angehalten. Wie lange habe ich hier unten verbracht? Das ist kein Ort zum Entspannen. Hä, wie lange hast du hier verbracht? Du bist doch gerade erst angekommen. Ein paar Malwerkzeuge und so etwas. Schatz, du wackelst. Auch 3:03 Uhr. Hier ist überall nichts. Okay, anscheinend habe ich gestört. So, also was ist hier los? Auch ein Aufzug. Oder dasselbe wieder. Nee. Auch ein Sammlerstück, okay. Das ist eine See, da ist eine Seeschlacht zu sehen. Gott, bäh. Scheiße. Ich weiß nicht, was es ist und ich will es nicht ansehen. Ich habe einen Schlüssel gefunden. Er lag auf dem Tisch, als ob jemand sicher gehen wollte, ihn nicht zu vergessen. Aber aufgrund seiner Größe denke ich, dass es zu irgendeiner Tür passen müsste. Vielleicht lohnt es sich, ihn zu überprüfen. Und eine Taschenlampe haben wir. Hallo?
Okay. Halt dich ja raus. Also ich fand's draußen sicherer. Do you hear me? Nee, bitte nicht. I don't wanna hear you. Weiß nicht, was ich erwarten soll. Vielleicht versuche ich ihn einzuschalten. Aber wo soll ich ihn einschalten? So. B. A. Wake. Wake up. Wake up, Nathan. Please. Völliger Blödsinn, aber ich kann ihn nicht mehr ausschalten. Boah, diese Puppen. Ich flippe es dann gleich aus. Was ist hier los? Langsam wird es unheimlich. Ich bin sicher, dass jemand mit mir hier ist. Die Tatsache, dass ich bis jetzt niemanden gesehen habe, macht mich noch ängstlicher. Oh Gott, ey. Boah, da stand dann die... Boah, ey. Bäh. Stand da nicht gerade eine Puppe? Warum versuche ich nicht die anderen? Ich muss jetzt wieder zurückgehen. Ich hasse diese Schaufensterpuppen. Was ist denn mit denen? Blech. Danke. Oh nee. Fuß ist eingeschlafen. Aua. Genau wie beim letzten Mal blieb der Aufzug stehen, wo er wollte. Jemand muss hier sein. Wer hinterlässt diese Nachrichten? Finde mich. Nur etwas Zeug, hier gibt es nichts Interessantes. Leider habe ich deinen Computer noch nicht repariert. Enter und Numpad funktionieren aber... No, also Enter und Numpad funktionieren aber noch. Bis bald, Rob. Dieses Modell kommt mir sehr bekannt vor. Ich sollte es durchlaufen lassen und versuchen, etwas zu finden. Hier ist sowieso nichts anderes drin. Das System starten. Willkommen auf dem interaktiven System Morpheus 64. Wie kann ich Ihnen helfen? Wo bin ich hier? Wer sind Sie? Also ich nehme... Wo bin ich? Weil wer sind Sie? Das ist ein Computer. Ich konnte die Information nicht abrufen. Fehlercode 404. Was kann ich für Sie tun? Wer sind Sie? Mein Name ist Max Morpheus, Autonom Wissenssystem. Meine Hauptaufgabe ist es zu helfen. Was kann ich für dich tun? Können Sie mir helfen? Oder ist hier jemand? Ich habe mehrere Optionen für mögliche Hilfe gefunden. Lassen Sie mich diese analysieren. Möchten Sie fortfahren?
Ich habe die beste Lösung gefunden. Findet Jericho. Ich habe nicht viel gelernt. Ich weiß nur, dass ich Jericho finden sollte, aber ich bin mir nicht sicher, was es ist. Mir bleibt nichts anderes übrig, als weiterzugehen. So, ich saß auf der Decke drauf, sorry. Ah, jetzt. So, okay, wir sind wieder hier. Ich habe es gerade ja so als gruselig empfunden. Der Aufzug brachte mich in die untere Etage, sieht fast identisch aus. Ich vermute, dass es Teil eines größeren Komplexes ist. Das ist mal kein Bild. Ja, ein ganz normaler Ort, um einen Stuhl abzustellen. Und hier ist jetzt auf einmal eine Kerze. Manchmal hat es so kleine Freezes, wo es mich komplett dreht. Ganz übliches Verhalten. Da oben liegt wieder ein Puppenarm. Ich habe keine Kassette, die hierher passen würde. Wieso müssen es eigentlich immer Schaufensterpuppen sein? Verstehe es halt einfach nicht. Ich glaube, jemand ist mit mir hier. Toll. Jemand, dem vielleicht langweilig ist. Ich fühle mich nicht gut, wenn ich es ansehe. Jetzt klingelt. Hallo? Das ist unangenehm. Nein. Das ist nicht richtig. Ich bin sicher, dass es eben noch nicht da war. Warum leuchtet jetzt genau da Licht rein? Oh. Hallo Nino, alles klar, viel Spaß.
Boah, viel Spaß beim Arbeiten. Okay, der ist widerlich. Nicht du. Ich kann mir das alles nicht logisch erklären. Ich fühle mich furchtbar. Ich mich auch. Alt und F4 kann helfen. Und das Scheiße. Geht's denen so gut? Alter, ne. Oh, mein Herz. Mach doch sowas nicht mit mir. Ich bin alt. Ich will hier einfach nur weg. Bitte lass mich in Ruhe. Ich hab Frau und Kind zu Hause. Ganz normales Leben im Haus. Ja, gell. Auf einmal ploppen Menschen auf. Oder, Schaufenster. Ich kann nicht mehr reden. Na, aber Scheiße sagt man nicht. Ja, ist egal. Ich darf das. Geh zu. Boah, hat der mich erschrocken, Alter. Oder die haben mich erschrocken. Boah. Good morning, Mr. Sword. How are you feeling? Nicht gut. I'm okay. Just a little stressed. Ja. Ich kenne diesen Ort. Ich war hier oder zumindest an einem Ort, der genauso aussah wie dieser. Ich fühle mich hier sicherer. Ich würde gerne länger hier bleiben. Ja, ich bleibe einfach hier für immer. Es ist derselbe Computer. Ich kann es noch einmal versuchen. Wir starten wieder das System. Willkommen zurück zum interaktiven System Morpheus 64. Nathan. Nathan? Oh, Herr Ketterman. Er hat mich aber auch kurz erschrocken, dass beim Trinken. Ja, das ist immer so. Erst erschrickst du dich und dann musst du voll lachen, weil du dir denkst, Alter, wie blöd bist du eigentlich, dass du dich bei sowas erschrickst. Das ist dein Name. Du hast mir diese Information gegeben. Nein, habe ich nicht. Ich habe nichts. Ich bin Nathan. Ich konnte eine zusätzliche Form der Hilfe finden. Willst du weitermachen? Ja. Ich habe die Anwesenheit eines anderen Benutzers festgestellt. Ich kann sie verbinden. Verbinden. Bipu, bipu, bip. Oder wir haben die alten... Der andere Benutzer will ich mit mir reden. Es gibt hier keine Knöpfe. Ich weiß nicht, wie man sie öffnet. Ich habe das Gefühl, es wird gleich klingeln. Ja, wenn du das fühlst. Nathan, bist du da? Wer sind Sie? Nicht jetzt, hören Sie mir zu. Du musst von hier verschwinden. Kennen Sie mich? Natürlich kenne ich dich, Nathan. Wir sind uns schon mal begegnet. Wir haben keine Zeit für sowas. Erzähl, was ist Jericho? Woher wissen Sie von Jericho? Sie sind bereits vor den Toren. Bitte gehen Sie nicht hinein. Wir sind vor den Toren und wir sollen nicht hineingehen. Ich glaube, du bist durch Zufall hier gelandet. Es muss ein Fehler gewesen sein. Erinnern Sie sich,
wie sie hierher gekommen sind? Nö. Nathan, ich flehe dich an. Du musst dich an etwas erinnern. Menschen landen nicht ohne Grund hier drin. Ich bin hier aufgewacht in meinem Auto. Genau. Ist beides dieselbe Antwort, deswegen. Hattest du einen Autounfall? Das würde eine Menge erklären. Was soll ich jetzt tun oder wohin soll ich jetzt gehen? Ich frage mal, was ich jetzt tun soll. Weil ich glaube nicht, dass wir die Wahl haben, dass wir, wo wir hingehen. Meine Antwort wird Ihnen nicht gefallen, aber Sie müssen weitergehen. Sie müssen auf die untere Ebene. Bleiben Sie nur nicht stecken, bitte. Ist das alles? So voll gelangweilt. Der Benutzer hat den Chat verlassen. Ich habe nichts gelernt. Wenigstens weiß ich jetzt, dass ich nicht der Einzige hier drin bin. Wer auch immer es war. Er hat versprochen, mir zu helfen. Jetzt muss ich nur noch den Aufzug betreten. Ja, natürlich glauben wir jeder dubiosen Figur, die ich gerade übers Internet kennengelernt habe. Weil es hat sich oft schon herausgestellt, dass die sehr vertrauenswürdig sind. Solche Personen. There's no need to stress. Nee. Ich werde hier verfolgt von irgendwelchen Schaufensterpuppen. Ich habe das Gefühl, dass ich dem, wonach ich suche, näher komme. Ich weiß nicht, was ich da drinnen finden werde. Und es ist mir auch egal, solange es mich hier rausbringt. Oh, geil, lecker Schwabbel. Ach ja, ach ja, hier. Das war richtig mies. Ich musste mir das damals, da gab es nämlich auf Deutsch, das alles übersetzen. Tote Männer, durchbohrt. Wie viele tote Männer kannst du sehen? Er wurde kaltblütig ermordet und sein Körper ist ein Stück Schlamm. Seine Augen groß, sicher überrascht. David hatte nicht erwartet, so zu sterben. Eine kalte Klinge in seinem Herzen und seine Eingeweide sind ganz auseinander. Eyes large open and surprised David hadn't expected to die like that. A cold blade in his heart. Now his guts are all apart. Okay, das wird jetzt da gleich ein Rätsel, das daran kann ich bis jetzt... Ich weiß nicht, was es ist und ich will es nicht ansehen, doch ich will es anditschen. Es ist mein kleines Schwibbelschwabbel. Ich nenne es Schwibbelschwabbel. Es ist mein kleines Schwibbelschwabbel. Das ist kein Schwibbelschwabbel. Das ist, finde ich, scheiße. Das lasse ich hier. Langsam machen mir die keine Angst mehr. Die sind nämlich in jeder Ecke versteckt. Oh Gott. Tote Männer liegen auf dem Müll. Wie viele tote Männer sind hier, um bestraft zu werden? So viele Menschen und sogar Kinder unter ihnen. Alle wollten diesen goldenen Edelstein probieren. Einige von ihnen sind tot. Einige liegen im Sterben. Andere liegen in der Grube und weinen leise. Trotz seines jungen Alters war er ein Verrückter. Er fügte den Drogen Quecksilber zu, unser tapferer Michael. Jetzt ist er auch tot, mit der Spritze in der Hand. Warum das alles passiert ist, wird niemand verstehen. Also, der David hat eine Messer und der Michael hat eine Spritze. So viel können wir uns schon mal merken, glaube ich. Es ist so still hier unten. Mhm. Echt. Hoffen wir, dass sie nicht bald umziehen. Also manchmal ist die Übersetzung echt weird. Aber besser, als wenn ich übersetzen müsste. Wir verstehen schon was. Aber das, was wir verstehen müssen, verstehen wir. Sagen wir mal, wie es ist, ne?
Also ich könnte so schöne Spiele spielen. Ich sag's jedes Mal wieder. My Little Pony, Barbies zauberhafte Pferdewelt. Keine Ahnung. Tote Männer, die an einem Baum baumeln. Wie viele tote Männer kannst du sehen? Sein Sohn sah alles und seine Wut war nicht klein. Seine Frau, die auf der rechten Seite hing, legte sich letzte Nacht einen Strick um den Hals. Gleich danach hing auch der Sohn wie ein Hut. Schließlich, als sich sein Schicksal vollendete, ging auch Jason in den Totenzustand über. Kein guter Ehemann war er, aber er konnte sicher bis drei zählen. Okay. Und der hatte einen Strick. Wie hieß der Typ? Der Dude? Jason. Okili dokili. Diese dreckigen Schaufensterpuppen, wenn die sich jetzt nicht dann schleichen, echt, dann raste ich jetzt dann aus. Die blöden Pisser, ja. Okay, was ist hier passiert für eine wilde Sexparty? Wow. Hier, das ist der Ahang, ne, liegt, aber ich habe nichts, was passt. Ach, daran kann ich mich erinnern. Ich habe eine Hasenstatue und ich glaube, dass ich das hier einfügen muss. Also hier müsste Jason liegen. Weil Jason hat sich da hangen, oder? Erhangen, nicht da hangen, sorry. Erhangen. So. Hier. Das müsste David sein, oder? David müsste das sein. Und Michael ist der mit den Drogen. Oder? Irgendwo eine Nadel. Eine Frau. Ich baue doch noch die Figur, oder? Wo ist denn die Figur? Michael. Ich glaube, ich habe unten etwas gehört. Ja, ich auch. Da hat ein Kind gelacht. Also ich bitte dich, das erkennt man doch, was das war. Ein Kind oder eine Kinderstatue oder ein Monster oder irgendwas Komisches. Ich hasse es hier. Ich will nach Hause. Ist in den Schrank gegangen, gell? Oh ja, bitte. Oh Gott, das ist... Nee. Nee. Peace. Over and out. Entweder habe ich extremes Pech oder irgendetwas will nicht, dass ich diesen Ort verlasse. Ich habe schon genug von diesen Gängen gesehen, aber ich muss zurückgehen und den Strom wieder anschalten. Die da vorne hat sich doch gerade bewegt, oder? Ich will aber nicht. Vor allem, wo muss ich hingehen, wenn hier das endet?
Hä? Was zum Teufel ist hier los? Ja, das weiß ich auch nicht. Was ist das für ein Ort? No growth. No growth, no heart, no soul. No entity, no essence, no go. You found Jericho. Und was ist Jericho? Der Hase hier. Ich glaube, ich könnte das hier gebrauchen. A certificate of acknowledged that Dr. Theodore Hypnos oder Hypnos. Ich habe doch eine Kassette. Sind Soren. Nathan Soren. Excuse me. Sure. Hello, you've reached Morpheus Medical Clinic. How can I help you? Doch Morpheus und nicht Morpheus. Egal, ich sag Morpheus. Okay, Nathan lies hier. Sieht komisch aus, ist aber besser als nichts. Was ist das? Was ist das? Wieso habe ich eine Waffe? Ich habe Angst. Mit der Waffe nichts machen. Na toll, ja, genau. Was war das? Ich habe Angst. Was auch immer es war, habe ich es getötet? Keine Ahnung. Okay, was geht jetzt ab? Das Klingeln des Telefons hat die Waffe aktiviert. Ich glaube, es könnte noch mehr hier sein. Ich will aber nicht schießen. Warum muss man in jedem Spiel kämpfen? Ich hatte das seltsame Gefühl, dass gerade jemand in diesem Bett gelegen hat. Hm. Es wird Zeit, dass wir von hier verschwinden. Ja, bitte. Es ist mir gelungen, den Strom wiederherzustellen. Jetzt bin ich mir sicher, dass jemand mit mir spielt. Sobald der Aufzug funktioniert, bin ich weg. Ich konnte mich nicht umdrehen, ich wollte einfach nur wegrennen. Ich hatte Angst. I see. It's just that it's all new to me.
It's understandable. You're one of the first to participate. But please, try to relax. Any questions? Ach, Sicherheit. Ich habe es geschafft, diesem Wahnsinn zu entkommen. Diese Waffe, diese Kreaturen. Es kommt mir alles surreal vor. Ich muss dissoziieren. Im Moment bin ich in Sicherheit, hoffe ich. Bitte sei noch hier, ich brauche Antworten. Ich hoffe, diese Person ist noch hier. Sie ist mein letzter Ausweg. Willkommen zurück auf dem interaktiven System Morpheus 64. Ich hatte gehofft, Sie wiederzusehen, Nathan. Sie haben gehofft, mich zu sehen? Natürlich helfe ich dir gerne, Nathan. Schade, dass wir uns nicht mehr sehen können. Haben Sie Hilfe gefunden? Wie meinen Sie das? Wie meinen Sie das, habe ich genommen. Ein anderer Benutzer wartet darauf, sich mit Ihnen zu verbinden. Ich bin hier. Schön, dass du es geschafft hast. Ich fürchte, ich weiß, warum du hier bist. Jedenfalls weiß ich, wie ich dich da rausholen kann. Haben Sie Angst? Nee, sagen Sie es mir bitte. Ich will wissen, wie und nicht, ob der Typ Angst hat. Also mir helfen. Ich weiß schon genug. Der Aufzug wird dich nach draußen bringen. Seien Sie vorsichtig. Sie könnten dort auf Schwierigkeiten stoßen. Wie wollen Sie mir helfen? Wie geht es weiter? Welche Schwierigkeiten? Wenn Sie draußen sind, müssen Sie den Hörer abnehmen. Egal was passiert, Sie müssen es abnehmen. Nur so kann ich Ihnen helfen. Wie wollen Sie mir helfen? Ich bringe dich hier raus. Sehr bald wird alles nur noch eine vage Erinnerung. Ist das alles? Der Nutzer hat den Chat verlassen. Achso, jetzt habe ich gerade auf meinen Enter gedrückt. Viel Glück für dich, Nathan. Wir sehen uns bald wieder. Der Fremde hat mir geholfen. Der Aufzug sollte mich jetzt nach draußen bringen. Ich hoffe, das ist das Ende. Ja, aber am Anfang, als wir... Ja, genau. Ich wollte genau das gerade sagen. Als wir den ersten Gang gegangen sind, war links ein Schild gestanden mit "The phone is a lie". Und jetzt sagt er uns, wir sollen unbedingt das Telefon abheben, weil es die einzige Chance für uns ist. Ist schon komisch. Not the moment. Very well. We can move forward. Immer noch die Waffe, nein, ich mag nicht. Dieser Fremde hat nicht gelogen, ich bin tatsächlich draußen. Er sagt, ich solle den Hörer abnehmen. Er würde auf mich warten. Ich hoffe, er kann mir alles erklären. Das ist anstrengend. Super. So viel zum Thema, das Telefon ist eine Lüge. Oh, das ist doch von PT, oder?
fucking Christ. Sind wir tot? What have we done? Nathan Sorin, Date of Death, Place of Death. Todesursache, Fahrlässigkeit des behandelnden Arztes, Signalstörung aufgrund eines eingehenden Telefonanrufes. Das Band, es scheint surreal, es ist unmöglich und doch schienen diese Ärzte davon besessen zu sein. Ich habe noch die Dokumente durchzugehen. Was wir machen? Wir müssen die Dokumente durch... Ach, hier. 26. August 1979. Sorin Nathan Andrew. 3667 N-Verfahren. Nächtliche Polysomnographie-Technik. EEG, EKG, Oximetrie, EKG, EMG von Kiefer und Bein. Ergebnisse. 7 Aufwachphasen, 5 REM-Phasen aufgezeichnet. Schlafgespräche. Der Patient erwähnte etwas, das ein Kaninchen oder ein Hase gewesen sein könnte. Ah, die Figuren vielleicht. EEG-Parameter, keine Abnormitäten. EKG-Parameter, Sinusrhythmus normal. Mittlere Frequenz von 76, keine Ektopie festgestellt. Respiratorische Parameter, keine Auffälligkeiten. Gesamteindruck, weitgehend normales Schlafmuster. Keine Anzeichen von Schlafapnoe, keine eindeutige Ursache für die Schlafprobleme. Okay. Anamnese, 27-jähriger Mann mit Schlafproblemen, Schlafapnoe wurde ausgeschlossen, Polysomnographiewerte normal, weitere Empfehlungen in der Studie, der Patient ist bereit an der NET teilzunehmen. In der Aufnahme wird Alice Hill erwähnt, dieselbe Person, die diese Papiere unterschrieben hat. Der Verlauf der Aufnahme ist Schritt für Schritt aufgeschrieben, aber dieses Band kann nicht echt gewesen sein. Nathans persönliche Daten, die Unterschrift sieht auch wie seine aus. Worauf hast du dich jetzt eingelassen? Auf dem Band wird Alice erwähnt, dieselbe Person, die Nathans Papiere unterschrieben hat. Ich habe eine Tür zum Mitarbeiterarchiv gesehen. Vielleicht finde ich dort etwas. Mitarbeiterarchiv? Hä? Mitarbeiterarchiv? War das oben? Ach so. Hier war doch irgendwo so ein Mitarbeiterarchiv. Boah! Scheiße. Ja. Ist Headnurse das Mitarbeiterarchiv? Ja, wir haben doch da gerade vorhin was gelesen, oder? Da. Alice. 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 Alice, könntest du Danielle von der Schule abholen? Also das ist hier Alice. Leere Kisten und anderer Müll. Aber das ist kein Mitarbeiterarchiv. Nichts Brauchbares. Mitarbeiterarchiv. Das muss ja wohl an der Tür dann stehen, oder? Patientenarchiv. Das ist nicht das Mitarbeiterarchiv. Ich bin sicher, ich habe noch mehr davon offen gelassen. Alice mit A oder was? Wie hieß die Frau? Allison oder Alice? Hill. E. H. Ich werde hier nichts finden. Und wo dann? Ah, Geburtstag. Hi, Baby.
Mitarbeiter. Ach, ich überlege gerade, wo die waren. Da ist es. Ich hätte einfach nur gerade ausgehen müssen. Wow. Ich muss etwas finden. Ja, ich muss unter H gucken. Das muss es sein. Eine weitere Kiste mit Dokumenten und ein weiteres Band. Dieses Mal ist es Alice. Ich bin mir nicht sicher, wie sie ins Bild passt. Alarmanlage! Oh, mein Herz. Es funktioniert. Was hat das zu bedeuten? Mach halt an jetzt. Hä? Muss ich den Strom wieder einschalten? Okay. Eines der Bücher, die Jane empfohlen hat. Das ist ganz okay, denke ich. Ich hatte einen seltsamen Traum. Ich erinnere mich nicht an viel, aber er hatte mit Jason zu tun. Ich glaube, er ist vielleicht schon weg. Zeit für das Frühstück. Hallo, Iron. Alles gut bei dir? Jason ist schon weg. Zeit für Frühstück. Bist du mal wieder? Ja, war ich auch am Sonntag. Ich werde sie jetzt nicht wecken. Das mache ich, wenn das Frühstück fertig ist. Er muss schon weg sein, okay. Morning, Mom. Hallo, Kind. Hier ist mein kleiner Schelm. Abgefackelt vor deiner Bude. Okay, krass, warum? Einfach so. Weil sie es können, oder? Weiß nicht. Ach so, ja, gut, verstehe ich, ja. Macht man das nicht so? Jetzt nicht mein Hobby, aber. Weiß ich, was ich tun soll. Also, ich weiß, dass ich Essen machen muss. Ein Klassiker für heute, Toast mit Spiegelei. Ich bin sicher, ich habe alles, was ich brauche. Dann brauche ich jetzt erstmal Eier. Die haben Eier. Dankeschön. Ich warte lieber, bis das Öl heiß ist. Ein sauberer Teller, wo würdest du dich verstecken? Ja, hier. Bum, bum, wie ist die ganze Zeit? Bum, bum. Ja, dann räum halt auf. Ah. Jetzt gehe ich hier raus und sage sie, die Pfanne ist schon heiß. Vor 2 Sekunden habe ich drauf gedrückt. Ah ja, das ist wieder neblig heute. Vielleicht lecker Eier brutzeln, ja. Vielleicht sind wir ja in Silent Hill, weil, schau dir mal den Nebel an.
Fertig. Muss noch runterdrücken. Ah ja, okay, super, danke. Ich dachte, die sind schon rausgesprungen. So, fertig. Ja, ich hab's verstanden. Warten wir noch auf die Toast. Eieiei. Ich dachte, ich habe das schon gemacht. Oder da, wo ich gekommen bin, waren die ja schon drin gesteckt. Ich dachte, vielleicht hat das der Mann schon gemacht. Oh, mach halt. Keine Geduld für sowas. So. Oh. Muss ich doch einfach so rausschütteln, so. Kippen so, weißt schon so. Wo ist denn hier ein Spachtel? Muss ich jetzt alles durchsuchen. Jackpot. So, fertig. Oh, jetzt machen wir Tee. Kann man das nicht gleichzeitig machen? Hier ist Kind. Jetzt war gerade gesagt. Ja, danke. Jetzt war gerade noch gesagt, Emily will nur Cornflakes. Und dann macht sie keine Cornflakes. Emily will malen, dann malen wir. Hol Emilys Malsachen aus dem Zimmer von ihr. Okay, was sind das für Psychosen? Psychosen-Time. Where is Emily? She's lost. Lost in Wohnung. Hint. Are you there? Kind ist lost. Kind, wo bist du denn? Why are you crying? Ja, ich weiß nicht. Das hat sich gerade so angehört, als hätte sich der Typ gekillt. Ah, unser geliebter Aufzug. Das Kind bringt mir gleich eine Psychose, ja. Die ganze Zeit schon. Warum liebst du mich nicht? Warum zum Teufel hast du sie verlassen? Wie soll ich das einem Kind erklären?
Das war gemein, es tut mir leid. Ich kann das nicht bewegen. Also uns fehlen noch 4 von diesen Schniepeldingern. Hier ist eins. Ja, eh halt, ne? Emily wahrscheinlich. You? Du hast Emily verlassen, du bist... Ja. Mami, schau den weißen Hasen an. Er leuchtet. Ich will keinen weißen Hasen anschauen, der leuchtet. Der ganz schön mysteriös an. Down the rabbit hole. Wo bleibst du denn? Kann ich nicht lang gehen? Ist nix. Liebe dich. Aha. Also ein... Wo ist denn der andere? Schwebt der hier irgendwo? Oder hier? Yep. Okay, haben wir alle gefunden. Machen wir mal Emily draus. Was ist aufgegangen, das hier? Ja. Oh, da waren Schatten, ne? Ugh. Was? I love you. Why did you leave me? I love you. Are you? Are you like this? Why the fuck? Boah, diese kurzen Freezes, die mich komplett drehen, gehen mir auf den Sack. Nein, ich möchte mein Licht wieder anhaben, bitte. Das war gemein. I'm watching you. Was ist auch was? Do you remember, Alice? What happened to Emily? Nö. Do you remember? Do you remember, Alice? What happened to Emily? Ich bin nur noch eine Hülle. Von einem Mensch, du kannst das nicht rechtfertigen. Wie soll ich das meinem Kind erklären? Es macht keinen Sinn. Okay, ich denke mal, da müssen Fotos hin. Aber nicht Emily, oder? Ja, dann will ich sie nicht. Ich sie zur Adoption frei.
you remember? Bedienst mich nicht. Ich erinnere mich nicht, das ist ja das Problem. Konntest du uns verlassen? Du bist sinnlos. Okay, was soll ich jetzt machen? Also ich denke mal, dass ich irgendwelche Dinge finden muss. Ich muss jetzt Schokolade essen. Bin ich nicht so gestresst. Kann man besser denken. Ich dachte, wir müssen hier Fotos machen. Okay, die Türe fehlt. Ich check's nicht. Once upon a time, there was a little girl. Emily was her name. With her brushes, she would swirl. Painting was her world, art always in her mind. She loved animals, big and small, no matter of what kind. One day, a big storm came and a scary thunder roared. Gladly, her best friend was there so she could be her ward. And so our girl wouldn't be scared, the friend invited her to play. And with that little help, the fear of thunder went away. Then, a loud rumble was heard, everything went blank around. Screaming was loud in the house, and then a crying sound. But this time it wasn't her crying. Okay, ist das kleine Mädchen tot, oder? Ich check's nicht. Es gab also ein Gewitter. Oh, scheiße, was jetzt? Do you remember? Nö. Aber ich glaube gleich, wenn du mir hilfst, Spiel. Vielleicht ist ja die Emily tot. Und der Vater hat sich auch umgebracht dann. Weil er nicht leben konnte ohne Emily. Tiu. Irgendwie sowas vielleicht. Es ist noch nicht an der Zeit. Okay. Jetzt bin ich wieder hier, aber ich habe noch kein Bild. Und ich kann da auch nicht reingehen. Aber vielleicht hätte ich den Fernseher anditschen müssen. Meistens muss man das ja andrücken. Wenn ich laufe mal schnell zurück. Wenn ich wüsste, wo es lang geht. Da nicht, da lang. Ich habe gerade eben auch den Fernseher angeditscht und dann... nicht. Oh, eine Zeichnung. Ah, ich habe eine Zeichnung. Okay, okay. Oh, ich glaube, ich will gar nicht wissen, was da passiert ist.
Ich erinnere mich an etwas. Was passiert da? Ich lasse mir das an. Ich weiß nicht, was passiert. Irgendwas. Oh. Okay. Hä? Ach so, warte mal. Erzählt er mir was? Of course you do not. What kind of a mother are you? You're useless. Keine Mutter. Spiel hier nur. Of course you do not. What kind of a mother are you? You're useless. Do this right. Of course you do not. What kind of a mother are you? You're useless. Do this right. Of course you don't. What kind of a mother are you? You're useless. Do this right. Muss ich das jetzt wirklich doch sortieren, so wie ich es gerade wollte? Doch sortieren, ich hab's noch falsch gemacht. Great. You remember your child. Am I supposed to congratulate you? Now tell me, Alice. Do you remember me? Do you remember that day? You were confused. I guess not then. The sun had just set. The storm got too quiet. And then you saw me. It was your fault, and it was her fault, too. You both made me do this. Remember? Nein. Wer hat was getan und warum? Ich möchte es nicht wissen, eigentlich. Aber ich bin so neugierig immer. Ein echtes Kunstwerk, das ganze Durcheinander war es wert. I'm hiding first. Verstecke mich zuerst. Okay, also wir gehen aufs Klo und gucken nicht. Vielleicht passiert irgendwas ganz Schlimmes. Erstmal Post. Erstmal Zeitung lesen. Meist schon beim... Ich bin mir ziemlich sicher, dass ich weiß, wo sie hingegangen ist. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass dieser kleine Trickbetrüger einen Weg finden wird, mich trotzdem zu überraschen. Ich glaube, ich habe es hier unten gehört. Ist sie nicht? Doch oben.
sieht übrigens unser Bad aus vor der Renovierung mit dem Auge hier, ne? Wo ist sie jetzt? Is not how it really was. Das ist nicht, wie es wirklich war. Are you fucking stupid, Alice? That is not. Think again about me. Ah, das kann man nicht lesen, scheiße. Okay, also sie stellt sich das anscheinend nur so vor. Als wäre es so passiert. Da muss was anderes passiert sein. Ist doch immer so, dass so, wenn wirklich irgendwas passiert mit Kindern oder die Mütter oder so schuld sind, dass sie sich so andere Sachen vorstellen, oder? Das ist so ein psychologisches Ding. Wo ist sie nur? Ich habe sie die ganze Zeit beobachtet. Sie muss hier irgendwo sein. Weiß nicht, die Hälfte ihres Körpers lag gerade noch vor ihrem Schlafzimmer, deswegen. Ach, wieder ein Schwabbel. Schatz, du kannst dein Kaninchen hier lassen. You still want to kill C. He lost his eyes. Can you look for them? I want to show him when you join. Okay, ich habe zwar gesagt, es ist mein kleiner Schwibbelschwabbel, aber da wusste ich noch nicht, dass es reden kann. Ein redendes Schwibbelschwabbel will ich nicht. Wieso haben wir Löffel? Hat sie jetzt beide genommen? Klar, also ich gebe einem Spielzeugkaninchen echte Menschenaugen. Hallo, das ist Restelverwertung, nennt man das auf Bayerisch. Herr Hase freut sich über ein paar neue Augen. Alter, Herr Hase schaut aus, als würde er direkt aus der Hölle kommen. Well, it doesn't have any teeth. She won't eat carrots without them. Herr Hase braucht keine Karotte, keine Zähne, Mann.
Oida. Nee, bitte nicht. Bitte, Hase, lass mich in Ruhe. Was ist mit ihr? Schatz, du hast dein Kaninchen hier gelassen. Herr Hase, lass mich bitte in Ruhe lassen. Tut mir leid, aber ich will nicht dein Freund sein, Herr Hase. Du schaust richtig ohrreidig aus. Wir haben die Hälfte einer Hasenstatue. What happened to me? C-I-U-S. I-C-I-U-S. Nein. Will ich aber nicht. Suicide. Pistole. Hocker. Alter. Schleife oder Drogen. Oder? Und da auch. Oh, Entschuldigung. Da ist nichts. Sollen wir jetzt hier aussuchen, wie wir sterben? Ja, wenn ich. Dann nehme ich natürlich das. Alter. Jetzt gehen. Scheiße. Du hast eine Hälfte aufgehoben, aber ich muss ja beide verbinden. Fehlt mir noch ein Stück Hase. Oder muss ich. Ich will nicht. Ja, dann nehmen wir Drogen. Da unten steht immer ganz schön was, aber ich kann es nicht lesen. That's not my style, oder? Stand da. Would be fast. Ich weiß es nicht. Nimm mir Gun. Aber ich habe ja nur, ich habe zwei Hälften. Ich glaube aber, ich muss die zusammen einer ganzen Hasenstatue machen, oder? Schleife meint er wahrscheinlich so einen Galgen oder so. Mein Problem ist nur, irgendwie glaube ich, fehlt mir noch was von der Statue, oder? Vom Hasen. Ich kann ja auch nicht. Nee, das ist. Ich habe zwei Hasenstatuen. Das ist ja richtig. Und. Jetzt muss ich, sicher. Would be fast, steht hier. E-B-I-C-I-U-S.
Da steht, ist es wirklich scharf? Why I do this? Why should I do this? Ich weiß es nicht. Is it really sharp? Und das ist nicht unser Style. Hier steht, es wäre schnell. Do you remember? Ach, Stuhl und... Nein, Stuhl und... Jetzt hat... Auf dem Stuhl gestiegen und dann auf meinem Galgen um mein Haus. Ja, wo ist es? Oh, hoffentlich springt mir jetzt nichts ins Gesicht. So, wo ist jetzt unser Schwibbelschwabbelding? Weg hier, Alter. Ach, der schon wieder. So tell me, Alice. Did Mr. Rabbit like your gifts? Why do you keep pretending you don't care for me anymore? You're lying to yourself. Still having problems with memory? Oh, Alice. Why would you think I'd want something that already belonged to me? Prove you still care. Give me something real. Nein, ich ziehe doch keine eigenen Zähne. Bist du behindert, Auge? Weißt du, wie das wehtut? Ich weiß, du hast keine Zähne, aber... Zahnarzt ist doch so schon was Schlimmes. Emily hat Angst, ich muss sie vor dem Sturm ablenken. Come on, Mom. Sie liebt dieses Spiel. Thank you.
Boah, dieses Geräusch, dumm, 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 immer wenn ich drücke. Minus 700 Punkte, ja gut. Was ist jetzt los? Sicherung. Was? Sie sind im Keller. Jason würde sich normalerweise um sie kümmern, aber er ist immer noch nicht zu Hause. Ich muss die Taschenlampe in der Schublade holen. Okay. Ah, warum? Der hat so einen kurzen Mini-Freeze. Okay. Ja. Jetzt? Hallo? Ach du Scheiße. Rapgod, hi, how are you? How about you? I'm fine, thanks for asking. Erinnere ich mich? Mom? What is Dad doing? Der hängt ab. Why are you mad at him? It's not his fault, he's sad. Ja. Hat sie recht. Wenn der Depressionen hatte. Alice? I'm really sorry about Jason. I know it must be hard for you, but you have to get back to work. We can't afford you to do this. Dr. Hypnos is asking about you. Can I bring Emily? Ja, schwierige Situation. Good to see you back, Alice. We have the next patient at 3 p.m. He's here for NET. Jane will fill you in. Okay, we're almost ready. Please turn your phones off. Chop chop. Transfer all calls, Jane. Now, let's begin. Bring Emily with you. She shouldn't stay alone. We start in 15 minutes. Take Emily to Sylvia's office. She can look after her. To the bathroom? I think I'm gonna throw up. Escape and save.
Jane will take you to your house. Give her the key. Come with me. Oh, das ist so schlimm. Furchtbar. Oh, ich will nicht das kleine Mädchen spielen. Oh mein Gott. Jemand im Erdgeschoss macht viel Lärm. Ist das Mama? Sie hat mir gesagt, sie käme heute Abend später. Wenn es also nicht Mom ist, wer dann? Oh, bitte nicht. Think they saw our faces. It's dark. No chance. Going to jail because there's some goddamn bra. She's so scared she can't remember her name. You die. Scheiße, was ist denn hier los? Yeah.
Rückenmarkverletzung und hypoxische Hirnverletzung. Okay, sonst hätte ich gekillt, ne? Also das Tape war gerade richtig heftig. Diese Bänder müssen eine Art Scherz sein. Sie sind auf keinen Fall echt. Aber sie sehen so realistisch aus. Und die Ärzte haben sie behandelt, als wären sie wichtig. Anamnese. AHS, also Alice Hills. Körper wurde einer NET unterzogen. Der Patient war nicht ansprechbar, hatte mehrere Knochenbrüche und schwere innere Blutungen. Der Leichnam wurde schnell genug transportiert, um eine erfolgreiche Überführung zu ermöglichen. Weitere Untersuchungen am Exemplar Alice Hill. Ich weiß nicht mehr, was ich glauben soll. Also diese Frau war eine Krankenschwester hier. Sie war dort während des Verfahrens. Ich sehe einige Hinweise auf Forschungsarbeiten, aber die Dokumente sind unvollständig. Es gibt eine Notiz, dass der Rest der Unterlagen in das Zimmer der Oberschwester gebracht wurde. Oh, krass, echt. Oberschwesterzimmer. Auf dem Zettel stand, dass die restlichen hier sein würden. Sie haben die kleinen Schlüssel. 27. August 1979. Soren Nathan Andrew. NET-Technik klassifizierte Ergebnisse. Medizinisch unerwarteter Tod. EEG-Parameter, EKG-Parameter, Atmungsparameter, Eindruck. Nachlässigkeit des Arztes. Signalstörung durch einen eingehenden Telefonanruf. Irgendwo muss so ein Safe sein oder sowas. Sagt auch nichts. Jemand ist hier, ich muss gehen. Okay, und wie gehe ich? Wo gehe ich hin?
Oh, fuck. Raus hier, raus hier. Raus, 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 raus. Lauf, Forest. Ich habe auch gerade gar nichts verstanden. Ich überlege die ganze Zeit. Ich check gerade gar nichts, aber gut. Okay, haben wir Anthology of Fear fertig. Komischerweise war das von der Demo nicht dabei. Oder ich habe mich da jetzt gerade vertan, dass es ein anderes Spiel ist. Ich weiß es nicht, aber wir haben es fertig.